Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe meiner allseits bekannten Quasselrunde. Ja, schon 20 Ausgaben, das läuft ja relativ schnell. Hier wird mal wieder ein Spiel angekündigt, wie auch letzte Woche schon. Folgendes. Es ist nicht das eingetreten, was ich dachte, dass ich mit The Night of the Rabbit schon letzten Dienstag, also am 10. Ja, am 10. fertig war. Das war ja nicht der Fall. Ich musste danach auch aufhören, weil ich echt Hunger hatte. Es ist aber so, dass es durchaus passieren kann, dass, weil es ist ja nicht mehr unbedingt so viel, je nachdem, wie lange wir uns da nochmal an bestimmten Stellen aufhalten, dürften wir relativ schnell durch sein. Auf jeden Fall, am 17. halt. Am 17. Juli 2018. Es könnte sein, dass wir relativ früh durch sind und wir daher dann auch noch Zeit haben, ein weiteres Spiel zu spielen. Das kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen, aber falls wir noch Zeit haben, wird es dieses Spiel sein, was da im Hintergrund zu sehen ist. Ja, ich weiß, da oben sind drei Fragezeichen, aber mit den drei Fragezeichen hat das nichts zu tun. Das wäre auch vom Setting her etwas komisch. Es ist ein anderes Spiel. Ich schreibe es auch nicht in den Titel, ich will da ein wenig Mysterium drum machen. Nein, das Spiel heißt auch nicht Mysterium. Nein, es ist ein anderes Spiel. Der eingefleischte Fan des entsprechenden Spiels wird vermutlich direkt schon am Setting erkennen, worum es sich handelt. Ich denke mal, nachdem ich euch ja jetzt lang genug hingehalten habe, werde ich jetzt sozusagen rüber switchen zu dem Screen, wo man auch das Logo sieht. Und ja, es wird Portal. Ja, wir werden Portal spielen, und zwar Portal 1. Wir fangen mit Portal 1 an und danach spielen wir halt, sobald halt Portal 1 durch ist, werden wir Portal 2 spielen. Und ja, der Hintergrund, das ist einfach aus dem Hauptmenü. Das Interessante ist, ich habe halt das Hauptmenü irgendwie mal offen gehabt. Also ich habe das Spiel offen gehabt und hatte dann halt das Spiel beendet und ich wollte halt irgendwie so ein bisschen den Hintergrund halt haben vom Hauptmenü. Und da der so ein bisschen sich ja dynamisch dreht und so, habe ich gedacht, okay, ich beende einfach mal das Spiel, also nehme das auf und ziehe mir dann entsprechend irgendeinen Screen halt raus, also irgendeinen Frame. So, und dann habe ich aber festgestellt, wenn ich das Spiel beende, dann kriege ich ja im Prinzip das Menü ohne Hintergrund. Ist doch super, dachte mir, oh, okay, machen wir es einfach so, ich beende das Spiel einfach an einem entsprechenden Punkt. Und dann habe ich dann im Prinzip den perfekten Hintergrund. Und so habe ich dann diesen Hintergrund erzeugt. Also ursprünglich probiert hatte ich es halt mit dem Hintergrund, den du kriegst, wenn du das Spiel durchgespielt hast, weil dann hast du ein bisschen anderen Hauptmenü-Hintergrund. Allerdings dachte ich mir, naja, das spoilert vielleicht ein bisschen. Ja, ich habe das Spiel schon durchgespielt. Einfach so letzte Woche so ein bisschen just for fun. Weil ich gerade ein bisschen Zeit hatte und gerade Lust hatte. Und ich habe einfach mal Portal halt durchgespielt. Also dieses Spiel hier. Wirklich durchgespielt. Ich habe 7 Stunden gebraucht. Im Let's Play werden wir vermutlich etwas kürzer brauchen, da ich jetzt halt ungefähr weiß, was wir machen müssen. Und ich dachte mir so am Anfang, ja, ist ja alles easy. Ich weiß ja, wie Portal funktioniert. Ich habe ja bei Spark of Phoenix mal eine Adventure Map zu Portal gesehen. Von daher ist das Prinzip ja schon mal bekannt. Und ich habe auch bei Pandoria auf dem Kanal, habe ich ja Portal Stories Mail gesehen, was ja teilweise wohl sackschwer sein soll. Also richtig scheiße schwer. Teilweise schwerer wie Portal 2. Aber egal. Ich dachte mir so, ja, ist ja alles easy. Der Anfang war auch easy. Allerdings kam ich dann irgendwann an den Punkt, wo es dann eben doch nicht mehr so easy war. Und da habe ich dann halt gebraucht. Und es war nicht gerade kurz. Naja, auf jeden Fall. Wir werden uns demnächst, also entweder am 17. oder am 24., wenn ich richtig gerechnet habe, ja. Also entweder am 17. oder am 24., also ab dem 17. oder ab dem 24., werden wir uns Portal widmen und danach werden wir uns dann Portal 2 widmen, wobei wir werden hier wahrscheinlich auch so ein paar Bonus-Maps spielen und uns die Entwicklerkommentare, die Kommentare, die es halt da gibt, zu dem Spiel auch mal noch anhören. Die kriegst du allerdings erst, wenn du das Spiel durchgespielt hast, leider. Also werden wir dann entsprechend wahrscheinlich in die Szenen reinspringen und dann uns entsprechend die Kommentare anhören.
ich habe diese Kommentare bisher noch nicht gehört, von daher wird das auch für mich neu sein, aber so das grundsätzliche Spiel kenne ich inzwischen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich weiß ungefähr, was ich machen muss. Wobei es teilweise wahrscheinlich Stellen geben wird, an denen auch ich mir überlegen muss, ja, wie war das denn jetzt nochmal? Ja, also, wir werden uns dann hoffentlich am Dienstag sehen, am 17., also vielleicht am 17., also irgendwann nach The Night of the Rabbit. Ich werde das dann wahrscheinlich auch nochmal auf Twitter ankündigen, wenn wir auf Portal switchen werden. Das wird dann wahrscheinlich entsprechend auch im Stream-Titel vermerkt werden. Ja, im Stream-Titel vermerke ich aber jetzt erstmal noch nicht, dass es Portal ist. Das werde ich dann, also nächste Woche auf jeden Fall. Diese Woche, vielleicht schreibe ich noch dazu, dass es dann Portal sein wird, aber ich weiß noch nicht, ob ich wirklich Portal spielen werde diese Woche, weil ich ja nicht weiß, wie lange The Night of the Rabbit noch dauern wird. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe mal, ihr konntet meinen Ausführungen so etwa folgen. Und ich würde mal sagen, ich beende jetzt die Aufnahme. Und wir sehen uns dann hoffentlich am Dienstag oder übernächste Woche Dienstag in Portal. Ja, in den Testkammern von Portal, der Apache Science Corporation. Und wir werden da wahrscheinlich auch Bekanntschaft mit GLaDOS machen, unserer allseits beliebten KI. Die halt ja, uns durch die Testkammern lotst. Also, von daher würde ich mal sagen, ich hoffe, ich habe nicht so viel gespoilert für diejenigen, die Portal noch nicht kennen, aber ich würde mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis dahin, euer Seitan der EP und jetzt ciao mit V und bye bye.